Es ist ja kein Geheimnis, dass Grafikkarten mit jeder neuen Generation nicht nur an Leistung, sondern auch an Größe und Gewicht zulegen. Wer von euch musste zur neuen GPU deswegen sogar das Netzteil oder Gehäuse wechseln? Momentan macht ein Gerücht auf X die Runde, dass Leistungsaufnahme bei Blackwell auf jeden Fall ein Thema ist. Ob da demnächst auch ein neues Netzteil erforderlich ist, weil mit der höheren Leistung auch der Stromhunger steigen wird, erfahrt ihr in den Quick News dieser Woche, samt Einordnung aus der Redaktion. Yep, ihr habt richtig gehört. Wir versuchen es mal mit einem etwas anderen Newsformat. Legen wir mal los. Wir bei Protus Computer haben unseren Fokus auf höchste Qualität statt Massenfertigung gelegt. Dabei beraten wir dich gerne individuell oder du stellst deinen Wunsch-PC in unserem umfangreichen Konfigurator selber zusammen. Schau gerne auf unserer Website vorbei. Zu NVIDIAs kommender GPU-Generation RTX 5000 ging ja bereits mehrere Gerüchte zu einer höheren Leistungsaufnahme rum. Jetzt hat unser zuverlässiger Lieblingsgerüchtelieferant Cobalt7 Kimi sich auf X zum Thema Leistungsaufnahme bei Blackwell geäußert. Zwar geht er nicht auf die Höhe der Steigerung ein, aber ein höherer Stromverbrauch wird damit immer wahrscheinlicher. In bereits vergangenen News haben wir ja schon gehört, dass Seasonic sehr konkrete Werte zwischen 20 und 50 Watt angegeben hat. Auch Cooler Master deutete höhere Leistungsaufnahmen an. Das können reine Richtwerte sein, aber alle bisherigen Quellen deuten klar auf mehr Watt bei ähnlicher Effizienz hin. Die Next-Gen-Karten sollen zudem allesamt mit einem 12.4-Pol-Stecker ausgestattet sein. Das würde Nvidia zumindest das Board-Design erleichtern. Blackwell verwendet voraussichtlich 4NP als Prozess bei TSMC. Das ist eine Weiterentwicklung von 4N aus der vergangenen Ada Lovelace-Generation. Es sind also keine enormen Stromsparpotenziale über den Fertigungsprozess zu erwarten. Aber was bedeutet das konkret für unsere bestehenden Rechner, wenn wir aufrüsten möchten? Braucht es ein neues Netzteil, um dem Verbrauch noch gerecht zu werden? Kollege Ritchie ordnet das für uns aus der Redaktion ein wenig ein. Grundlegend sind höhere Powerlimits bei neuen GPUs keine Überraschung. Besitzer der direkten Vorgängerkarten sollten trotzdem ohne Probleme aufrüsten können, solange die Nennleistung des Netzteils jetzt nicht absolut auf Kante genäht ist. Ein gutes altes 750 Watt RTX 2.4 Netzteil, das bisher die RTX 4080 tadellos versorgt hat, wird auch voraussichtlich eine 5080 tragen können. Mit stark schwankenden Lastspitzen wie zum Launch der RTX 3000 Generation rechnen wir nämlich nicht. Die Ampere-Generation hat damals tatsächlich ohne Undervolting oder Limits einige gute Markennetzteile zum Sicherheitsabschalten gebracht. Oftmals auch nach den dann folgenden Treiber-Updates von Nvidia. Dann gab es hinter den Kulissen einen Riesenstress zwischen Netzteil- und GPU-Herstellern sowie den betroffenen Nutzern. Damit rechnen wir mit den RTX 5000-Karten explizit nicht. Höherer Stromverbrauch hin oder her. Starke Lastspitzen würden uns von der RTX 40er-Perspektive sehr überraschen, weil die Ada-Generation sich da im Vergleich sehr stabil zeigt, auch bei der 4090. Es gibt aber ein Detail in dem Stromthema mit RTX 5000, das müsste man zumindest kurz prüfen, wenn man etwa von einer RTX 4070 zur 5090 aufrüsten würde. Es geht darum, wie viel die Grafikkarte ziehen darf. Ein einzelner 12.4-Pol-Anschluss kann mit der richtigen Kodierung der Sense-Signale bis zu 600 Watt an die Karte bereitstellen. Diese Kodierung wird über die Kombination von offenen und kurzgeschlossenen Leitungen an die GPU weitergegeben, die sich dann selbst limitiert. Wenn alle Sense-Leitungen offen sind, dürfte die RTX 50er-Karte gar nicht erst starten. Das passiert dann, wenn das Kabel gar nicht erst richtig drinsteckt. Bei allen Grafikkarten mit 12.4-Buchse lag bisher ein Adapter bei. Mit diesem Adapter können die üblichen 8-Pol-Stecker mit je 150 Watt weiterverwendet werden. Eine 4090 mit OC oder eine 5090 bräuchte ergo 4 8-Pol-Stecker an den Karten, dann können über den Anschluss bis zu 600 Watt gezogen werden. Das wäre soweit nichts Neues. So wird es auch sehr wahrscheinlich mit den RTX 5000er Modellen sein. Wenn man aber jetzt ein RTX 3.0 oder 3.1 Netzteil mit direktem 12.4-Kabel hat und das auf 300 oder 450 Watt kodiert ist, dann wird es spannend, wenn die RTX 5090 darauf reagiert. Erwartungsgemäß müsste diese dann einfach nur das Powerlimit senken und minimal an Performance einbüßen. Die Alternative dazu wäre, dass die Karte dann auch nicht booten möchte. Kann das schnell passieren? Bei den 750 bis 850 Watt Modellen, bei RTX 3 und direkten Kabel ja. Aber auch bei Netzteilen mit 1000 Watt geben nicht alle 600 Watt als Kodierung über den eigenen 12.4-Anschluss ohne Adapter frei. Das sollte man zumindest im Hinterkopf behalten. Im besten Fall merkt man rein gar nichts und tunt die 5090 noch ein wenig effizienter. Von den vermeintlich geleakten Stromverbrauchinfos sollte man sich aber erstmal nicht beunruhigen lassen. Viel spannender als das höhere Powerlimit ohne Tuning wird dagegen die Effizienz mit Undervolting sein. Mehr Neuigkeiten rund um RTX 5000 und anderen Hardware-Themen findet ihr bei uns auf pcgh.de. Danke fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bye! Mal gucken, wann ich auf Französisch wechsle. Ah. Malheureusement, ce n'est pas possible.